Wir machen direkt weiter. We're just north of Mike 26 at the old outpost. 043-043. We've been here for shit, at least an hour now. Over. Understood. We'll RV with you there. How copy? Over. Solid copy. We'll be here. Just get a move on. Out. So, ich wollte jetzt nicht da zwischenreden. I don't think we have much of a choice, Gary. Sei doch leise, ich werde auch reden. So, okay. Wir sind wieder da. Willkommen wieder in Arm. Mal 3, die Kampagne. Sergeant Adams! Jesus! Sergeant Adams, we just heard an explosion. You guys okay? Over. Ich wollte ihn nicht loben. Adams, Carrie, you there? Respond! Yeah, I'm here. Fuck. Wait, what happened? Where's Adams? Over. Landmine. I'm on my own. Fuck. Shit, Carrie, I'm sorry, but you gotta get out of there. If we heard it, you can bet the AAF did too. You copy? Yeah, I... Fuck, I copy. Are you hurt? Yeah, I mean, no. I'm fine. Okay, make your way to us, and we'll go from there. Out. Ich loot noch ein bisschen unseren Commander. Ich mein, er braucht's nicht mehr. Smokes. Ja. Ach. Look at me. I am the commander now. Wo muss ich hin? This is Captain Scott Miller, Royal Navy. Come in, over. Receiving you, sir. Sergeant Wayne, over. Next time, avoid broadcasting over the whole net, soldier. We're consolidating the remnants of our forces at Camp Maxwell. Den erinnere ich mich auch an die Stimme. Yes, sir, of course. Not so fast. Altis armed forces have concentrated themselves around Mike 26 and the airbase, meaning there's a sea of AAF units between you and us. I'm dispatching a team to RV with you at 028-037, just east of Camp Tempest. Our call sign is Falcon. Make your way there. Over. Copy that, sir. We'll be there. Out. Carrie, you get that? Over. Copy. We can't keep them waiting all day. We're leaving in 10. Hope to see you before then. Out. Da hatte ich mehr getroffen. Okay. Zu den Survivors, dass wir mit denen mitkommen. Da drüben wird geschossen. Ganz Silencer. Auch wenn es eher ein Kompensator oder Kompressor. Kompressor heißt die, oder? So, bei. Wir haben wieder ein Heli. Nehmen am besten nicht gespottet werden, bevor sie wieder 600 Meter von einem landen und 5 Leute rauslassen. Renn doch schneller, Mann. Versteh's. Vom Berg hoch zu rennen ist auch schwer. Ja, das ist auf mich gerichtet. Oh shit, also. Sie sollte hier nicht so offen stehen bleiben. Ich war da oben auch aufgeschossen? Nee, noch nicht. War bald. Kurz heilen. Und dann schießen wir weiter.
Wenn, selbst wenn du nachladen musst, renn ein bisschen. Kurz. Kurz am Schauen. Unsere erste Granate, die wir da hingeschossen haben. Müsste gut funktioniert haben. Du meinst da, wo ich euch sehe? Meint ihr das Gebäude, vor dem ihr steht? Good to see you, Carrie. Let's move. Likewise, Sergeant. Ich habe auch eine coole Brille jetzt, wie ich überhaupt nicht gelootet habe. 2. Da ist Team Leader. Okay, let's do this. Okay, da draußen hört es sich so an, als würde irgendwie abgeknockt werden. Aber das ist bestimmt nur irgendein Kind. Nicht, dass das Kind abgemuxt wird, sondern Kinder sind nervig. Vor allem die, die nichts anderes zu tun haben, als zu schreien. Da wollte ich später noch rausgehen. Bisschen Sonne schnappen in dieser Hitze. Ja. Trotzdem machen. Trotzdem immer ein bisschen Sonne kriegen. Nicht die Sonne, die ihr im Bildschirm sieht. Ja. Alright, guys. Keep your heads on a swivel. Ich wette, da kommen uns keine Leute entgegen hier. Nee, nee. Oder noch mehr Minen. Noch mehr Minen wäre auch toll. Die Ruhe vor dem Sturm. So fühlt sich das gerade wahrscheinlich an. Ich werde schon ausschauen, ich sehe nichts. Und stellt euch das als Battle Royale vor. Es ist doch 30 Mal besser als das, was es bisher auf dem Markt gibt. Und es ist auch ein taktischer Shooter. Das heißt, das mag ich mehr als dieses Run and Gun. Auf jeden Fall für ein Battle Royale. Battle Royale mag ich, wenn es taktisch ist. Andere Games können ruhig, also andere Modus oder so können ruhig Run and Gun sein. So ein Team Deathmatch oder so, da kann man gerne aus dem Fenster springen, um den zu umrunden. Währenddessen den Fallschirm ziehen und so weiter. Ah, Battle Royale. You say that like it's a bad thing. Ja, das habe ich auch gesagt, dass es zu leise ist. Weichern wir, bevor wir von irgendeiner seltsamen Kugel getroffen werden und den ganzen Weg nochmal rennen müssen. Ihr Müll im Wald entsorgt. Hab ich da gerade einen gesehen? Vielleicht habe ich da doch einen. Jetzt am Cover. Kendrick, Martinez, attack that rifleman. Engaging. Oh mein Gott, wir verlieren immer mehr. Shit, we got a man down. Deine Kugeln werden zu guten News gebracht, Bruder.
In irgendeinem Gebüsch und ich sehe ihn deswegen nicht. Umrundet. Taylor, report in. Over. KIA. Man down. Sind wir jetzt nur noch zu dritt? Ich dachte, ich hätte hier vorher noch einen gesehen. Okay, let's go. On the move. Das ist Krieg. Einer nach dem anderen kippt um. I told you going through the forest was a bad idea. Weil jetzt nicht, ob das so nett ist, nachdem er wahrscheinlich seine Freunde verloren hat. Good to hear from you, Falcon. We ran into a greenback patrol. Nothing we couldn't handle. Over. Copy. We're in position at the rendezvous. Awaiting your arrival. Understood. Warum hat er unser Equipment? Reste die Weapon ja schon. Ein Problem. Es gibt, glaube ich, auch irgendeinen Laufgeschwindigkeit, wo man ein bisschen Dings regeneriert, ein bisschen Stamina. Punkt. Irgendwas Seltsames war's. Um es zu aktivieren. Da ist er noch langsamer als hier. Ich weiß es gar nicht. Nee. Kann ich gerade nicht sagen. Aber die sind ja die gleiche Laufgeschwindigkeit wie wir. Also hat alles gut. Auch wenn die natürlich mit offener Waffe rennen können und wir nicht. Was ist das? Okay. Ich habe kurz gedacht, das ist ein Reh oder so. Irgendwas Seltsames. Eine Leiche. Ist das eine Leiche? Das ist eine Leiche. Oh. Das hätte uns vielleicht auf irgendwas... Hast du eine Nachricht? Seltsame Leiche im Wald gefunden. Not a prank. Unsexual. Komm. Die Schüsse hören sich sehr nah an mir dran an. Rifleman, 100 Meter, Front. Sniper, 75 Meter, Front. Alles Front im Moment. Da oben ist keiner, das heißt, wir könnten vielleicht so einen Push von hier machen. Martinez, report in. Over. He's hit. Die stimmen auch, wenn sie ihre Freunde rufen und die alle KIA sind. Ja. Sieht clear aus. Ja, es ist natürlich nicht so toll, wenn hier Shit, Helicopter. Ja, Helikopter kommt. Keep moving. The trees will help hide us from view. Wir wissen ja, dass hier wahrscheinlich eine Patrouille down gegangen ist, also
So eine Rough Estimate, wo wir sind, haben wir bestimmt. Nur der Rifleman lebt noch. Das Auto ist kaputt, das können wir nicht nehmen. Also ich denke, es wäre wahrscheinlich schlau gewesen, irgendwie Klamotten zu klauen. Also Zivilistenklamotten, Auto zu nehmen und damit versuchen, wegzukommen. Statt sich durch alle Leute durchzuschießen. Schaut sich nach Schüssen da hinten an. Aber solange die Schüsse nicht auf uns sind. Als ob hier noch Vögel wären nach so einem Feuerfight. Vielleicht, die denken sich, jetzt lecker. Jetzt lecker Schmecker. Menschen. So ein Rabe oder so würden sie sich bestimmt darüber freuen. Andere sind wahrscheinlich auch omnivores. Falcon, be advised. We're nearing your position. Try not to shoot us. Over. No promises. Falcon out. Ist kaputt. Es wurde in die Luft gejagt. Sind nicht unsere Jungs. Aber wisst ihr was der hat? Was wir uns klauen? Nachtsichtgerät. Immer ein bisschen upgraden. Ich komme auch gleich nach. Keine Angst. Ich bin auf dem Weg. Gemütlich. Ist ja nicht so, als wären wir in der Kriegszone. Kann man ja auch ein bisschen die Umgebung genießen. Let's go, ich bin gerade angekommen. Lass mich da mal kurz durchatmen. How many other guys you helped out this way? You're the only one so far. Guck mal, die haben jetzt sogar Namen und nicht Rifleman. Das heißt, die sind vielleicht wichtiger. Vielleicht wichtiger? Slade? War seems sweet until one tastes it. Known. As known it takes the heart and wastes it. Ah, irgendein Gedicht. Alright, follow me. For now, we're regrouping at Maxwell. Whoever's left. Just don't get too comfortable. You're one of the last groups we've been in contact with. Captain Miller's coordinating things. Believe it or not, he's the ranking officer left on this fucking... Miller? He's just over Fuck there. You, Miller. Setting up a temporary briefing area right now. We're piling the few weapons we have just beside it. It's not exactly an armory. But we need to take stock of whatever we got. So for now, we're dividing up into four squads. Alpha through Delta. I'm leading Delta, and your squad leader's just over there. Sergeant Conway's heading up Alpha. You guys must know each other. Anyway, Miller's got the details. A healer went down on a forest nearby. He's putting together a plan. Ah, it's Miller. Get together and reporting when you're safe. Miller. We'll try to sort out exactly what the fuck is going on. Das ist so ein Satz aus Arma, der mir im Hirn geblieben ist. Fuck you, Miller. Miller. Lovely Borstadt. Okay. Aber wir machen weiter beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß. Schreibt mir, wie euch die Arma 3 Kampagne bisher gefällt. Aber wir hören uns beim nächsten Mal. Oder auch nicht. Aber bis dahin oder bis zum anderen Mal. Ciao, ciao.